Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 im schönen Frankreich. Ja, heute mal nicht auf dem Drescher unterwegs. Wir werden mal ein kleines Päuschen machen beim Drescher. Ne? Wir haben zwar immer noch einen Auftrag. Und ja, wir haben hier noch einen Anhänger voll Raps. Der ist von Feld 36 noch der Rest. Ne? Wir haben hier noch einen Auftrag. Ich hoffe mal, wenn wir das hier abgeerntet haben und so, dass wir dann da irgendwie den Auftrag fertig gemacht haben. Ja, ich muss mal schauen, wie das klappt. Wir haben ja, oder ich habe ja so ein bisschen, ja, ein bisschen was, ja, verhunzt, sag ich mal, sozusagen. Dass die, weil die Aufträge sozusagen ja auch wieder beide an die gleiche Ablieferstelle gehen. Und ja, das, was wir hier runtergenommen haben, oder was wir hier runtergedroschen haben, hat er ja für den Auftrag für Feld 13 gerechnet. Und nicht für Feld 36. Bisschen doof gelaufen. Deswegen müssen wir mal gucken. Ne? Das gleiche Problem hatten wir ja auf der Old Stream Farm auch gehabt. Mit den Sorghum war das, ne? Da waren ja auch drei Felder auf die gleiche Abladestation oder Abladeort. Da hat das nachher noch gut ge oder da hat das dann nachher hingehauen. Aber trotzdem wäre das ein bisschen doof. Im Ganzen, wenn das hier jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht so hinhauen sollte. Ja, wie gesagt, wir machen erstmal eine kleine Pause vom Dreschen. Jetzt mal einmal wieder. Ne? Zu viel Dreschen ist auch nicht schön. Oder zu oft Dreschen hier jetzt im, wie im Links. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch gar keine Feldeinfahrt. Ne? Am besten ist ja immer gleich hier an der Ecke. Ne? Dann basteln wir mal schnell noch eine Feldeinfahrt hinten hier. So, wir wollen malen. Wir wollen Dreck. Dann wollen wir noch ein. Nein. Größeren. Machen wir hier. Wieso kann ich den Busch nicht wegmachen? Der Busch. Der Busch geht nicht weg. Wieso geht der Busch nicht weg? Der Busch geht nicht weg. Wieso geht der Busch nicht weg? Okay, Busch geht nicht weg. Klasse. Gut, dann machen wir halt hier. Deswegen. Weil ich hier nicht weiter malen kann. Das gehört mir nicht. Ja, dann machen wir halt so ein bisschen nur. Ne? Wenigstens so ein bisschen angedeutet. Schweinerei. Ach so, ja, hier haben wir ja noch das Steineproblem. Ich hoffe mal, dass wir das nachher wegwalzen können. Wenn wir jetzt hier mit der Scheibenecke drüber gekommen oder drüber gefahren sind. Dass wir die dann noch wieder einwalzen können. Ansonsten muss ich mir nochmal einen Steinesammler mieten. Gar keine Lust drauf.
Ich will mal überlegen, ob wir das hier, das Feldchen noch ein bisschen, ich sag mal, verschönern werden. Und vielleicht noch ein paar Bäume hier am Feldrand. Ne? Das ein bisschen optisch schöner aussieht, weil das alles so, boah, so kahl aus halt, ne? Dafür bräuchten wir halt auch ein bisschen Geld noch wieder. Ich bin am überlegen, ob ich dafür, kommt drauf an, dafür mir die Sammelobjekte einsammle und das Geld dafür dann für die Gestaltung ausgebe. Weil ich möchte eigentlich, ja, es sieht halt ein bisschen langweilig aus, so, ne, leer, so. Ja, an der Straße stehen ein paar Bäume, ja. Aber so am Feldchen halt nicht, ne. Ich muss mal schauen, vielleicht werden wir noch ein paar Bäume hinsetzen oder ich mache mir hier mitten im Feld noch eine Insel rein sozusagen. Ne? Dass das da eventuell noch so ein bisschen optisch schöner aussieht, sag ich jetzt mal. So. Ah, ich muss mal schauen. Ne? Wie gesagt, also die Karte sieht halt ein bisschen leer aus. Ne? An einigen Stellen haben sie das mit den Bäumen echt geil, echt gut gemacht. Ne? An anderen Stellen muss man sagen, nicht so gut geworden, Leute. Natürlich ist es einfacher, wenn man keine Bäume hat am Feldrand, ne? Ist das Drehen einfacher, das Wenden, und man eckt mit den Geräten oder Maschinen links so an. Aber ist halt auch ein bisschen einfach, ne? Ich muss mal gucken, es gibt auch noch so einen schönen Mod. Ich weiß nicht, ob ich den noch mit drauf machen werde. Bin ich am überlegen. Gülle Silo Mod, Gülle Lager Dings, ist halt so ein alter Brunnenschacht, wo man Gülle einlagern könnte oder Gärreste auch. Müssen wir mal gucken. Dann bräuchte ich aber wahrscheinlich noch ein Zubringerfass. Wie wird das denn von A nach B an jeden Feldrand oder so mal so ein Ding hinsetzen, wenn das nicht zu teuer wird? Also ich würde so sagen, so optische Gestaltung und Veränderung würde ich von den Sammelobjekten bezahlen. Ich sag mal so 50.000 und dann optisch ein bisschen gestalten. Also ja, Deko angeht, hier so Bäume oder so eine Güllebehälter Dinger, da würde ich von den Sammelobjekten dann bezahlen, ne? Ich will jetzt hier und da, das kostet ungefähr, ein Baum kostet so und so, platzierst jetzt 10 Bäume, bis dann so und so viel los. Ich sag mal, ich weiß jetzt gar nicht, was kostet so ein Baum eigentlich. Jetzt sind wir so in die Landschaft. So, Baum. Guck mal. Rechnen wir mit 2000, sag ich mal. 2000. Machst du 10 hin, bist du schon 20.000 los. Ne? So ungefähr. Und alles andere, Maschinen, Felder, beziehungsweise Grundstücke, Maschinenfelder und
Unterstände oder Produktion oder sonst irgendwas, das bezahlen wir von unserem Geld, was wir erwirtschaften. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auch, ob ihr das, ja, ich sag mal, ob wir das so machen wollen oder sagt, nee, alles von deinem eigenen Geld bezahlen. Beziehungsweise nehme ich dann eventuell den einen oder anderen Kredit halt auf, ne? Also ich sag mal, wenn ich denn für so ein Sammelobjekt 50.000 Euro kriege, dann sollte ich die 50.000 Euro natürlich auch aufbrauchen davon, ne? Dann müsste ich halt da und hier eventuell nochmal so ein Bäumchen oder sowas setzen oder irgendwie halt, dass ich die 50.000 dann halt auch wieder ausgegeben habe, ne? Ich sag mal, wenn jetzt 100 Euro überbleiben, ich denke mal, das wäre nicht so toll, nicht so schlimm. Ich sag mal, wenn jetzt von den 50.000 auf einmal 25.000 überbleiben, das wäre natürlich dann doch ein bisschen dolle, ne? Wie gesagt, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr das auch so machen würdet oder beziehungsweise sagt, ja, ist eine gute Idee, ne? Ich wüsste jetzt auch gar nicht. Ich habe zwar. Eigentlich haben wir die Sammelobjekte schon einmal alle eingesammelt, ne? Aber ich konnte ja jetzt nochmal sammeln. Wieso, weshalb, weswegen? Weiß auch keiner. Ich glaube, ein oder zwei hatte ich schon mal gesammelt. Das war aber irgendwas. Achso, ja, nee, da hatte ich irgend. Genau. Da wollte ich was. Da habe ich was gemacht. Da habe ich. Das war noch bevor das Update rauskam und da habe ich ja die das Feld 34 und 17 zu Wiese gemacht. Das hat ja Grasansehen hat ja vor dem zweiten Update oder so irrsinnig viel Saatgut gekostet. Dann bist du einmal hoch und einmal runter und dann war der Saatgut leer. Und da hatte ich glaube ich, 100.000 Euro Kredit aufgenommen. Oder 100.000 Euro durch zwei Sammelobjekte und habe dadurch das dann bezahlt. Ja, also Grundstück gekauft. Ein Container mit Saatgut hingestellt und dann immer gleich zack, zack, da sind die 100.000 auch drauf gegangen. Ja. Also das Land habe ich vom mein erwirtschaften Geld bezahlt gehabt. Weil ich habe es ja sowieso wieder verkauft, also habe ich es ja wieder gekriegt. Nur das Saatgut nicht, das wollte ich so nicht machen. Da hatte ich auch, glaube ich, zwei Sammelobjekte oder so. So ein Tank hat auch schon 10.000 gekostet, plus das Saatgut an sich. Ne? War auch nicht so billig dann, weil selbst für das für den kleinen Dings ist da, ich glaube, da habe ich 1,5 Bahnen gezogen oder so und dann war ich schon leer wieder mit der Seemaschine. Ja, gut, meine Lieben, ich sehe aber auch schon wieder, dass wir am Ende ankommen oder zum Ende kommen. Ich denke mal, ich werde das das Feld hier noch offline ein bisschen fertig machen. Ich weiß nicht, ob wir wegen den Stein, ob ich das offline mache oder als Video, als Folge. Muss ich noch mal schauen. Ne? Wie gesagt, also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob oder ob wir das noch machen wollen. Kartengestaltung, was Deko angeht, also nur Deko, Bäume und ein bisschen
Bodenbearbeitung und so, wenn das jetzt nicht gerade, oder wenn das jetzt zur optischen Gestaltung dazu gehört, also nicht für, ne? Ob wir das durch die Sammelobjekte bezahlen wollen oder ob wir alles von unserem Geld nehmen wollen. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal reinschreiben und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen, gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall auch riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht es gut, tschüssi!